Wladimir Putin seinem Freund Gerhard Schröder nach dessen Einladung abends zum Geburtstag gratuliert hat, ist nicht bekannt. Beim Rundgang mit Kanzlerin Angela Merkel quer durch die Hallen der Hannover Messe sah Russlands Präsident aber keineswegs angeschlagen aus. Investitionen und Wirtschaftsbeziehungen sollen ausgebaut werden. Da darf das Thema Energie nicht fehlen. So kann die Bauer Group jetzt mit einem neuen Kompressor die Lieferleistung von umweltfreundlichem Erdgas an Tankstellen verdoppeln. Gazprom als weltweit größter Erdgaslieferant setzt schon längst auf Pipelines zwischen Russland und Deutschland. Die deutsch-russische Vernetzung auch in Hannover deutlich sichtbar. Es ist ein gutes Zeichen, dass Russland das Gastland auf der Hannover-Messe ist und das auch noch im deutsch-russischen Jahr. Russland ist für Deutschland ein wichtiger strategischer Partner. Wir haben, das zeigt die Hannover-Messe, das zeigt aber auch das ganze deutsch-russische Jahr, intensivste Kontakte, die wir fortsetzen wollen. Gut 25 Milliarden Euro an deutschen Investitionen rund um Moskau und dem Ural. 6.000 deutsche Unternehmen sind schon jetzt in Russland aktiv. Eins davon ist der Autobauer Volkswagen. Auch hier natürlich eine Stippvisite der Spitzenpolitiker. Der Großkonzern plant dort, jährlich 500.000 Autos zu verkaufen. Und so lernt die Kanzlerin auch russische Azubis des Autoherstellers kennen. Die Hilfe bei der Energiewende, die Größe als Wirtschaftsnation und auch noch ein drittes Argument spricht für Russland als Partnerland. Dass Russland selber eine industrielle Produktion aufbauen will, diese Produktion zum einen in einer neuen Struktur des Mittelstandes und zum anderen die Anlagen dort modernisiert werden müssen. Und hier gibt es jede Menge schöner Produkte, um die Anlagen zu modernisieren. Also daher erwarten wir uns eine starke Kaufkraft aus Russland. Deutschland als Hightech-Standort mit dem nötigen Know-how. Das freut die Kanzlerin und auch Wladimir Putin, der auf einen dreistelligen Milliardenbetrag bei den deutsch-russischen Handelsbeziehungen hofft. Eine Partnerschaft, die sich auf jeden Fall wirtschaftlich sehen lassen kann.